Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mario Party 9. Ja, da wir letztes Mal den Story-Modus komplett abgeschlossen haben, mit dem wir Bowser mal in den Hintern getreten haben und knapp vor Shy Guy mit einem Minigun gewonnen haben und ich mir zum Abschluss natürlich noch was gegönnt habe im Museum, nämlich ein neues Spielbrett, das wir jetzt unter uns mal genauer anschauen werden, weil ich habe noch nicht alle Bosskämpfe gespielt. Da fehlt mir noch eins und dieses werde ich jetzt einfach mal spielen. Und dann den Party-Modus, dann sieht doch einmal den Party-Modus. Ich bin ganz alleine, wir werden mit drei Computergegnern spielen. Jetzt haben wir auch die Auswahl zwischen Shy Guy und Comeback. Da ich aber dieses ganze Let's Play über mit Yoshi schon gespielt habe, bleibe ich bei Yoshi. Und wir werden uns Shy Guy und Comeback als Gegner aussuchen. Und Mario. Und wir werden, wie ihr so sehen kann, Total habe ich schon gespielt, Bob Opferfabrik habe ich schon gespielt, Boohoo's Horrorburg sowie Blubberstrand, Magma Min und die Raumschriften habe ich schon gespielt. Diese Welt kam noch nicht vor. In der Story wird es auch nicht, deswegen muss man sie sich freikaufen. Minispielpakete lassen wir ein. Was es mit den Bonusbananen auf sich hat, weiß ich nicht. Ich lasse mal auf ein. Hinweise lasse ich auch auf ein. Handicap werden wir nicht spielen. Spielstärke lasse ich auf normal, damit ich nicht ganz so viel fehle, weil ich werde auch schon so fehlen, wie ihr in der Story schon gemerkt habt, vor allem beim letzten Spielbrett. So, meine Batterieleistung ist immer noch nach, ja, aber die halten ewig, das sind lange haltende Akkus, die waren nicht gerade billig, also die haben schon locker 24 Stunden Spielzeit hinter sich. So, Donkey Kong Dschungelruinen. Willkommen in Donkey Kong Dschungelruinen. Soll ich etwas zu dieser Welt erzählen? Zum ersten Mal werde ich hier Ja drücken. In Donkey Kong Dschungelruinen kundest du einen alten, von Ranken überwachsenen Tempel und sammelst Bananen. Du findest hier sowohl normale Bananen als auch die unheimlichen Unglücksbananen. Also, anstatt ihr Ministerne zu sammeln, sammeln wir hier natürlich Bananen ein. Lande ich auf einem Donkey Kong Feld, wird das Bananenglücksrad aktiviert und die Bananen rotieren über das Spielfeld. Ich muss zwei Runden auf diesem Spielfeld absolvieren, um das Ziel zu erreichen. Okay. Wir beginnen mit gerne damit, die Zugreihenfolge zu bestimmen. Also, ich visiere natürlich den Sieg an. Alles andere kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Wie ihr schon die ganze Zeit gemerkt habt, ich habe bis jetzt alles gewonnen, außer ein Spielbrett. So, Startreihenfolge steht fest. Kamek, dann kommt Mario, dann kommen wir und dann kommt Shy Guy. Ich habe mit Absicht Computerspiele eingegeben, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig, wenn ich nur mit einem Computerspieler spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gehörte für mich schon immer in Mario Party dazu, dass ich das mit vier Spielern spiele und nicht mit drei oder mit zwei. Ist jedem selber überlassen, was er am besten findet. So. Er bekommt eine Banane dazu. Jetzt verstehe ich auch, wo wir mit Bananen-Handicap spielen können hier. Falls man sich einen Vorsprung machen möchte oder es sich jetzt sogar noch ein bisschen schwerer machen möchte, das gibt es ja auch, kann man den Computer zum Beispiel ein Handicap geben. So, er hat plus zwei Bananen gemacht. So, damit sind wir wieder dran, aber vorher bekommt er noch einen Würfel, den 0er oder 1er. So, ich bin wieder dran. Eine 3. Ein 1 versus 3. Wir bekommen 3 Bananen. Gehen damit in Führung. Und irgendwie habe ich so Bit-Aussetzer bei mir. Gewinnerspieler bekommen mit 10 Bananen anstatt nur 6 Ministerne. Wenn das andere Team gewinnt, dann bekommen wir 5. Von diesem Spiel hatten wir alles noch nichts. Ich werde einfach mal. Was hört sich denn am einfachsten an? Da hört sich alles schwierig an. Ich werde einfach mal die dreifache Bedrohung spielen. Lasse Feuer, Wind und auch Elektrizität auf deine armen Mitspieler los. Der Solo-Spieler muss die anderen Spieler alle treffen, um zu gewinnen. Steuerung halte die waagerecht, wenn er dich durchdrücken muss, auf die ich einzelne Schalter drücke, um zwei um den gewünschten Schalter zu aktivieren. Alles klar. Okay, was ist jetzt hier was? Also,
Ich tippe mal, das wird Feuer sein. Ende, damit haben wir gewonnen. Also da, ich glaube, da drei Spieler, da haben es ein bisschen schwerer als eins. So, wir gewinnen 10 Bananen. So, damit haben wir mal wie ein Minispiel mal gewonnen. Oder besser gesagt, das erste in diesem Brett haben wir jetzt gewonnen. Was heißt wieder? Ich habe das einfach, ich nehme einfach dieses Video jetzt genau direkt am gleichen Tag, direkt nach dem, nach der Story auf. So, oh, Schalke hat 9 Bananen dazu bekommen und einen Würfel. Ich muss mal kurz was kontrollieren, weil ich habe echt bei mir zu viele Bildaussätze. Nicht, dass ich dann hier immer vorspreche in der Aufnahme oder nachspreche, weil das möchte ich eigentlich vermeiden. Und wir haben ein Spielführerereignis. Nein, Fasswahl möchte ich nicht. Okay. Das erinnert mich an die Piratenbucht, an das Itemspiel aus Mario Party 2. Ich weiß gar nichts, weil Karma darf sich das eh entscheiden. Und der arme Diddy Kong, der macht seine Faxe, um den ein bisschen zu verwirren. So, Shy Guy darf das erste bekommen. Kamek nimmt das zweite. Mario nimmt das dritte und wir nehmen automatisch das letzte. So. Mal gucken, wie viel wir bekommen. Ich tippe mal auf eine. Ne, doch schon ein paar mehr. Mario hat jetzt Riesenfass. Plus 20 sogar. Also, wer der Spielführer ist, der hat richtig Glück. So, Mario ist dran. Eine, zwei. Bekommt aber 2 Bananen wieder abgezogen. Bekommt aber einen Würfel. So, den Nuller oder Einser. Das ist noch etwas. Ein Nieder gegen jeden Minispiel. So. Also, der Sieger bekommt 10. Hatten wir alles schon gegen den Fall. Da könnt ihr ja wieder gerne mitmachen. Ich kenne noch die Steuerung, das ist das Wichtigste mittlerweile. Die Steuerung zu kennen. Nach oben oder nach rechts oder nach unten. Also immer die entgegengesetzte Richtung zeigen. Ich habe ja schon in einem Video das Spiel gespielt. Ich habe gesagt, das sieht nicht so einfach aus, wie es ist. Ist es so nicht. Das. Am Anfang, ja, da geht's noch. Da kann ich noch mitkommentieren. Aber dann hört es irgendwann auf. Vor allem beim 10, also ihr macht einfach mal mit, nehmt eine Wii-Fernbedienung ganz einfach in die Hand und macht mit. Und gebt euch mal Punkte, wie viel ihr bekommen würdet. Und wenn ihr so ein Piepen hört, dann kann ich gar nichts mehr machen. Steuerung ist hier auch eigentlich gut gemacht. Mit Steuerkreuz wäre es auch, ich glaube, ein bisschen zu einfach. Wenn die Computer mir ein bisschen zu leicht, stelle ich natürlich den Schwierigkeitsgrad nach oben. So leicht mache ich es mir dann doch nicht. So, aber jetzt wird es schon ein bisschen schwerer. Ihr merkt es. Wenn ihr mitmacht natürlich. Ist natürlich euch überlassen. So, ab jetzt wird es wirklich schwer. Ich muss mich auch schon ein bisschen mehr konzentrieren. Aber ich versuche immer noch ein bisschen mitzukommentieren hier. Weiter geht's. Also dieses Minispiel habe ich schon gewonnen. Da kann mich keiner mehr einholen. Nur ich schreibe die 10 Punkte an. So, 9 habe ich schon. Also beim zweiten Mal ist das Spiel viel einfacher. Ich habe eigentlich nach oben, aber die Zeit war abgelaufen. So. 9, damit haben wir gewonnen. Und natürlich bekommt man hier auch etwas, wenn man nur Zweiter oder Dritter wird. Nicht so wie bei den ersten 8 Teilen, wo nur der Sieger was bekommt. So, damit gehen wir in Führung. So, irgendwas liegt 5 Felder vor mir. Ich bekomme aber nur eine 2.
Zwei Bananen werden mir abgezogen. Komm auf dem Weiterfeld. Und darf noch einmal würfeln. Eine 4. So. Wir gewinnen 10 Bananen. So, das ist Donkey Kong für die Leute, die ihn nicht kennen. Ah, das Bananenglücksrad. So, Spiel, drücke A, um dir so viele Bananen wie möglich zu schnappen. Aber Vorsicht, wird deine Banane abgezogen. Ah, okay, jetzt habe ich das verstanden. Aber wir haben noch 3 gewonnen. Man musste einfach nur quasi springen. So, eine 5. So, Wechsel. So, Mario darf. Wir sind Letzter. So, und das wird jetzt einen Bosskampf geben. Jetzt könnt ihr euch auch denken, warum Donkey Kong nicht als spielbarer Charakter da war. Er hat wieder sein eigenes Spielbrett bekommen. So, er scheint jemanden zu rufen. Diddy Kong. Also, wie ich es mir gedacht habe, wir werden einmal gegen Diddy Kong. Ein Minispiel nennen sie das. Okay, ich hätte es gedacht, das nennen sie jetzt Bosskampf gegen Diddy Kong. Und heißt es, wo Diddy Kongs Bananen hat, aber ich glaube, es wird wie ein Bosskampf nur bewertet. Muss eigentlich so sein. Okay, die Regeln. Warte auf den richtigen Moment, um dich aus den sich bewegenden Kanonenfässern zu schießen und so viele Bananen wie möglich zu sammeln. Und ich habe schon wieder Bildaussetzer. Das gefällt mir einfach nicht. So, ich musste waagerecht halten und einfach 2, um abzuschießen, okay? Einige werden es von euch kennen. Okay. Bin ich denn da oben? Start! Wo bin ich denn? So einfach ist es ja gar nicht. Mei, habt ihr das gleiche immer vor wie ich oder was? Oh, da haben wir nur 13. Okay, dann sind wir Letzter. Auf jeden Fall ein schönes Minispiel. Bekommen wir jetzt die Bananen dazu? Ach, wir bekommen die Bananen dazu. Alles klar, deswegen ist es, aber es ist trotzdem ein Bosskampf. Das, dann wird irgendwas, glaube ich, auch wieder mit Donkey Kong so sein. So. Nichtsdestotrotz, da verlieren wir zwar die Führung mit, aber wir sind immer noch Zweiter. Aber das Minispiel hat mir trotzdem gefallen. Am Anfang ist es doch immer schwer. Wenn man ein Minispiel zum ersten Mal spielt, ich glaube, ihr kennt das. Völlig neu, man weiß überhaupt nicht, was man genau machen muss.